Hallo, ich wollte mal so eine kleine Videoreihe machen für den Urlaub. Und zwar bin ich bei diesem Urlaub sehr, sehr strukturiert, was das Packen angeht. Also das ist bei mir so extrem, weil das halt der Urlaub mit meiner Mama ist und das soll alles perfekt sein. Deswegen bin ich von Kopf bis Fuß irgendwie komplett strichlistenmäßig alles am Abarbeiten und wollte euch dazu fragen, ob ihr da Bock hättet, so eine Reihe zu sehen, was ich halt jetzt alles für die Haare einpacke. Also damit fange ich heute an und dann halt Körperpflege und Bräunungspflege und sowas halt, ob ihr da irgendwie Lust drauf habt, dann würde ich die Reihe halt fortsetzen. Und heute fange ich einfach mal an mit der Haargeschichte, weil wir fliegen ja halt in die Sonne und es ist halt sehr, sehr heiß. Die Haare sind ja dann halt auch strapaziert und da sollte man dann auch auf die Pflege achten. Deswegen einiges auch eingekauft. Ihr habt auch schon ein paar Sachen gesehen, aber ich wollte euch das jetzt nochmal zeigen und noch ein paar andere Sachen, die ich halt benutze und auch schon eine ganze Weile jetzt wieder benutze. Aufgrund dessen, weil ich ja auch ein bisschen Haarprobleme habe. Also angefangen, was ich jetzt schon eine ganze Weile nehme, das habt ihr auch schon vor einem Jahr ungefähr bei mir gesehen. Und zwar sind das die Beauty Hair Bunnies. Die habe ich letztes Jahr auch schon fleißig genommen. Ich glaube, insgesamt habe ich drei Packungen leer gemacht. Die sind extrem lecker. Erstmal das. Halt Weingummis. Die haben so eine Konsistenz, bisschen wie Katjes Joghurtgums. Sind halt vegan. Und ja, wie ihr seht, ist schon einiges raus. Und ich habe noch eine zweite Packung. Die werden dann auch wieder mit in den Urlaub genommen. Das war letztes Jahr ganz cool. Wir hatten halt so einen kleinen Kühlschrank im Zimmer und dann standen die gekühlt. Und wenn man dann abends dann sich da zwei genommen hat, alle haben sich dran bedient. Und ja, die nehme ich jetzt schon. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange. Also schätzungsweise, ich nehme immer zwei Stück am Tag. Es ist ein Drittel nur noch drin. Und ja, ich mag die sehr, sehr gerne. Habe auch das Gefühl, dass sie was bringen. Bei mir merke ich das auch sehr, dass die Nägel dadurch härter werden. Nicht, aber die sind widerstandsfähiger. Bei mir ist immer so, das ist halt meine normale Länge. Und sobald die ein bisschen länger sind und ich komme irgendwo dran, dann splittern die. Ich weiß nicht, ich habe so eine komische Nagelstruktur, egal was ich mache, was ich esse. Lange Nägel habe ich nie, weil das kommt bei mir gar nicht dazu. Die sind jetzt wirklich schon lang für meine Verhältnisse und ich denke mal, das liegt auch daran, weil die sind halt für Hair, Skin and Nails. Und an den Nägeln sehe ich das bei mir immer am schnellsten, finde ich. Könnt ihr mal probieren? Ich habe einen 20% Rabattcode, der gilt irgendwie immer. Letztes Jahr war der aktiviert und den kann man jetzt auch noch nutzen. Das blende ich euch mal hier unten ein. Könnt ihr mal probieren. Ich finde die extrem lecker und die werden auf jeden Fall auch mitgenommen, dass Mama sich dann auch dran bedienen kann, weil Mama hat auch nicht gerade die größte Walle-Walle-Mähne. Deswegen kann sie sich auch daran bedienen. Shampoo habe ich ja Mama und mir so eine kleinere Größe von Goldwell bestellt. Dieses Sun Reflex, davon haben wir zwei. Ich habe hier aber auch noch vom letzten Jahr Bedhead irgend so ein Shampoo. Ich weiß nicht, ob ich das noch mitnehme, aber ich glaube, das ist effektiver, weil das extra Sun Reflex ist und ich dazu auch passend noch die Haarkur mit habe. Das ist so eine 60 Sekunden Haarmaske. Die benutzen wir dann vielleicht zweimal. Also so eine Haarkur nimmt man ja nicht jeden Tag. Ich wollte dann noch einen Leave-In Conditioner haben. Und dann war ich im Friseurbedarf und habe dann gesagt, ich habe halt Goldwell Sun Reflex Reihe. Und dann sagte er, das ist ja am effektivsten, wenn du dann auch davon den Sprühconditioner kaufst, weil wenn man eine Serie hat, ist die Wirkung immer am besten, sagt man ja. Und ja, dann habe ich das genommen. Riecht total lecker.
Und das kann man auch einfach zwischendurch. Also wenn man jetzt zum Beispiel am Pool ist und am Strand ist und man hat das Gefühl, die Haare sind gerade so strapaziert von der Sonne, wenn man da liegt, dann kann man das auch einfach mal eben so drüber sprühen und ist halt so ein UV-Schutzspray. Ja, gerade bei gefärbten Haar, was Mama und ich auch haben. Deswegen habe ich das dann auch nochmal gleich mitgekauft. Ansonsten habe ich auch noch vom letzten Jahr, auch von Bad Head, Beach Freak. Das ist auch so ein feuchtigkeitsspendendes und entwirrendes Pflegespray. Also wie man sehen kann, ist nicht viel raus. Das haben wir auch letztes Jahr für die Kleine immer benutzt, weil sie auch so längere Haare hatte. Das riecht auch sehr, sehr fruchtig, sommerlich und das könnte man auch noch mitnehmen, aber ich denke mal, das wird vollkommen ausreichen. Und dann werde ich auch noch, glaube ich, muss mal gucken, ob ich hier irgendwo noch dieses Schutzding habe, weil so kann ich das nicht einpacken. Und zwar das Moroccan Oil Föhnkonzentrat. Das macht auch nochmal entwirrend, pflegend und die Haare trocknen halt schneller dadurch und das finde ich ja auch richtig, richtig gut. Ja, dann ganz normal meine Haarbürste. Ich liebe ja meine Herkules Sägemann Bürste, die schon sehr in Mitleidenschaft gezogen ist. Es fehlen auch schon ein paar Borsten. Schon tausendmal runtergefallen. Die im Badezimmer sieht noch schlimmer aus, weil da haben wir ja Fliesen. Und die, ja, ich muss mir unbedingt mal neue bestellen, weil es geht nichts über Herkules Sägemann-Bürsten. Dann werden wir Föhn mitnehmen. Ich habe leider nur hier den großen mit, weil letztes Jahr im Hotel, das war ja Katastrophe, dieses Föhn, kann man noch nicht mal Föhn nennen. Das war einfach wie so eine leichte Sahara-Brise, die dir durchs Haar geweht ist, wenn du den Föhn angemacht hast. Deswegen habe ich mir geschworen, dieses Jahr, nein, ich habe auch schon Bilder gesehen von dem Hotel, auch Hotelzimmer, die haben genau das gleiche Föhnsystem. Deswegen wird der Föhn eingepackt. Ja, weil nochmal mache ich das nicht. Mama braucht, will noch ihren Lockenstab einpacken. Und ich will dann auch noch mein Glätteisen einpacken. Ja, ich bin jetzt schon am Verzweifeln, weil da oben steht gerade mein Koffer. Wie das alles passt. Also Mama hat ja auch einen Koffer. Aber wenn ihr sehen wollt, wie wir den Koffer packen, dann sagt mal Bescheid. Also ich habe auch eine Kofferwaage bestellt, um halt hier zu gucken, dass wir nicht über 20 Kilo kommen. Ja, weil das, was wir alles mitnehmen wollen, könnten wir rein theoretisch auch 4 Wochen wegbleiben. Ich dachte schon mal, ich bin schlimm. Aber nein, jetzt weiß ich auch, woher ich das habe. Dieses Monk-mäßige Einpacken, man kann eine Weltreise damit machen. Von meiner Mama. Ja, also von irgendwoher muss ich sagen. Okay, dann das wurde jetzt dann bestätigt. Wie gesagt, Leute, es kann sehr, sehr chaotisch werden. Und Mama war noch überlegen, ob sie sich einen Handgepäckskoffer kaufen soll. Dass wir da auch noch was reinmachen können. Aber ich habe einen Jack Wolfskin-Rucksack. Den werde ich noch irgendwie bepacken. Was wir damit in den Flieger nehmen. Mama wollte sogar noch Stullen schmieren. Oh, nein. Also, bleiben Sie dran und Sie werden sehen, was noch passiert. Also, sagt gerne Bescheid, ob ihr noch eine weitere Serie sehen wollt, was alles so eingepackt wird. Körperspezifisch oder technikmäßig oder keine Ahnung. Sagt einfach gerne Bescheid. Also, dann, das wär's dann jetzt von mir. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!